Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Wir gehen in die Kampagne und wollen gleich mal weitermachen mit die falsche Schlange. Auf jeden Fall wollen wir das spielen. Oh, wir sehen das Feld von Folge 50, wo die drei heiligen Ungeheuerkarten verschlossen waren und alles. Okay. Wir erfahren ein bisschen was über die Biobänder und alles und was die so machen. Und lernen auch den lieben Professor Viper ein bisschen genauer kennen. Und der will halt unbedingt, dass sich Jayne gegen Viper duelliert. Wir wollen nicht mit Exodia spielen, wir wollen mit einem kleinen, schönen neuen Deck spielen. Was ich schon seit einer halben Ewigkeit nicht mehr gespielt habe. Ich suche das mal eben. Das müsste. Doch, das müsste 1000 Jahre sein. Ja, doch. Nur falscher Deckname gegeben. Ja, man hat einfach zu viele Decks in dem Spiel, ganz ehrlich. Mit den ganzen Decks, die man freischaltet und mit den ganzen Decks, die man selber baut und alles, das wird irgendwann unübersichtlich. So, wir spielen nämlich ein altes XVZ. Oder XWZ-Deck oder Union-Deck, wie auch immer. Mit was leaden wir am besten? Ich will mit der Kanone leaden. Mit der wollen wir mal anfangen, auf jeden Fall. Wäre am besten. Ja, es ist schwierig, mit dem Deck ins Spiel reinzukommen. Vor allem, wenn man halt nicht die passende Starthand dafür hat. Und generell ist das Deck einfach nur viel zu schwach. So, den wollen wir schon mal aktivieren, den können wir später noch gebrauchen. Oh, da haben wir schon den zweiten. Nicht schlecht, nicht schlecht. Mit V und X können wir, glaube ich, gar nichts machen, oder? Irgendwie spielt kein Infinity. Habe ich noch nicht, leider. Nee, mit dem können wir noch gar nichts machen. Nee. Okay. Dann würde ich sagen, nehmen wir trotzdem noch mal die Kanone. Und greifen schon mal an. Reptilianische Naga. Oh, das Deck kenne ich. Ja, das sind diese Viecher, die alle 0-0 haben und alle ATK zu 0 machen. Was halt der Hauptgrund des Decks ist, weswegen ich das Deck nicht mag. Und die ganzen Effekte basieren auch darauf. Das kann schon ziemlich eklig werden. Vier verdeckte Karten. Okay. Ja. MST. Du willst zwei Karten zerstören von mir. Ja, mach das. Aber ich feuer noch mein MST ab. Und zwar darauf. Mal gucken, was du darunter versteckt hast. So, was hast du denn da jetzt unten liegen gehabt? Flammenpfeife. Okay. Gut, dass wir die zerstört haben. So, W kommt und greift an. Den Apparation, das ist sehr schön. Da können wir nämlich alles jetzt zum Typ Maschine machen und immer wenn man Maschinenmonster spezial beschwören, kriegt der Gegner 300 Punkte Schaden pro Beschwörungssprenge und er hilft auch für den Chimertech Festungsdrachen. Und vor allem, da der liebe Viper ja so gerne auf Reptilien spielt, ist das eigentlich die beste Karte. Das Blöde ist bloß, wenn der Gegner jetzt einen Systemabsturz spielt, dann ja, fuck. Das ist dann richtig scheiße. Dann spielen wir mal den Cyberdrachen, auch wenn nicht als Spezial, die Instant Fusen, holen den Panzerdrachen. Und der Panzerdrache kann auch seinen Effekt auslösen, indem er durch Instant Fusen am Ende zerstört wird und zerstört eine ZF oder eine Karte. ZF oder eine Karte. Ja, eine Karte wählen und zerstören, ja.
So, der Gegner frisst erstmal 600 Schaden. Weiter brauchen wir auch gar nicht machen, weil das war's auch schon. Sofern da nichts mehr kommt. Wobei, du darfst nicht angreifen, stimmt. Aber wir klatschen dir jetzt trotzdem nochmal 600 Punkte Schaden rein. So, und hätte ich jetzt noch ein Infinity, dann wärst du jetzt down. Hab ich aber gerade nicht. So. Ruf der Gejagten. Ja, nächste Runde in Monster Verzauberschwören und du bist down. Das war's eigentlich auch. Greifen wir trotzdem mal an, um zu gucken, was da ist. Ja, dann will ich den Call aktivieren. Holen uns irgendwas zurück. Oh, wir haben Monster von Typ Maschine beschworen. Du kriegst 350 Schaden pro Beschwörungssprenger. Ja. So, was bekommen wir denn Schönes überhaupt? Genau, und Jubel erwacht jetzt langsam. Das ist auch schön, dass wir Jubel endlich mal zu Gesicht bekommen. So, und wir haben hier auch schon wieder einiges übersprungen. Also, ja gut, man kann es ja auch nicht ganz genau machen, aber trotzdem. Ein bisschen genauer hätte man die Texte schon ein bisschen machen können. Die ganze Story und alles. Ja, Viper kriegen wir vorher. Neues Deck, neues Herausforderungsdeck. Reptilianisches ist Gilia, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Naga und Schaden ist gleich Reptil, okay. Und 1300 TP. Gehen wir zum nächsten. Eindimensionsduell. Ja, die finden die Regenbogenkarte, also Regenbogendrache. Und Zane und Jesse müssen sich jetzt duellieren zwischen den Dimensionen, damit sie da wieder rauskommen. Ich würde sagen, wir spielen trotzdem mit. Wollen wir trotzdem mit 1000 Jahre spielen? Ja, wir spielen mit 1000 Jahre. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich befürchte zwar, dass wir verlieren, aber mal gucken. Wie gesagt, mit dem Deck ist es halt wirklich schwer, ins Spiel reinzukommen. Oder besser gesagt, damit gut zu spielen. Gegen halt starke Gegner. Oder gegen auch mittelstarke Gegner. Ja. Bad Hand ever. Kann man da nur sagen, eigentlich. Infernalischer Drache. Und ein gratis Set und du greifst nicht an. Okay. Aber wenn man dazu sagen muss, hier ist Zane noch mit deiner blauen Duellakademie Dings Uniform da. Obwohl er eigentlich ja zu dem Zeitpunkt schon der dunkle Zane ist. Oder der schwarze Zane. So, dann beschwören wir mal einen VW, wobei der hat 2000 und du hast auch 2000, oder? Ja, das bringt nicht viel. Wir schwören einfach mal eine Ark. Die hat mehr und die kann wirklich nicht zerstört werden. Die wird nicht so einfach zerstört werden. Und einen Call haben wir ja eh unten. Ne, den Operation. Ja, stimmt. Gut. So. Aber den Operationen betrifft eben nur das Feld und nicht den Friedhof. Möchte man noch nicht aktivieren? Ja, du willst sie natürlich zerstören, ja. Das möchte ich aber nicht. Noch ein J, nee, Y, Y Drachenkopf, ja. Gut, greifen wir mal an. So. Selber finden ist Knochen.
Darauf möchte ich mal lieber den Abration machen und mal Maschine wählen, auch wenn das jetzt im Friedhof nichts bringt, aber mal gucken. Wäre schon wichtig, so ein bisschen. Cyberdrache haben wir gezogen. Ist gar nicht mal so schlecht, den können wir speziell beschwören. Das Dumme ist, wir können halt den Dings nicht beschwören. Den Terra-Drachen als Spezial, das ist jetzt ein Problem. Sonst hätten wir das Ding ganz einfach im Feld bekommen, aber können wir uns ja noch für später aufheben. Wobei Zane auch nicht wirklich so stark ist. Noch ein selber 15 Knochen. MST ist auch nicht schlecht. So, dann würde ich mal sagen, rufen wir. Wobei, wir haben nicht genug Maschinenmonster im Friedhof, oder? Drei Stück. Nee, lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht, den hier zu beschwören. Cyberlarve. Die Cyberlarve. Teil fand das auch nicht schlecht. So, damit müsste du auch schon fast vorbei sein. Ah ja, stimmt, du nimmst durch Cyberlarve keinen Kampfschaden. Ja. Vergesse ich immer wieder. Stimmt. Napster, den spielen wir doch gerne. Instant Fusion. Aber wir rennen über den drüber zu stören, die mit Panzerdrache. Ja, doch, können wir machen. Doch, doch. Der darf zwar nicht angreifen, aber der kann wenigstens in der Endphase seinen Effekt aktivieren. Und wir haben ein weiteres Maschinenmonster im Friedhof für Cyber Italien oder wie das Ding heißt. Was halt auch nicht schlecht ist, das stimmt, du wirst ja nicht zerstört, stimmt. Du wirst ja nicht zerstört. Egal. Und Cyberfinsternis, Zacke. Da fehlt ja nur der Knochen. Direkter Angriff. Ja, okay, das ist jetzt nicht so wild. Ich würde aber sagen, wir speziell beschwören jetzt einfach mal Cyber Italien. Wird mal langsam Zeit. So, 5 Stück verbannen wir. So, du killst das ganze Feld und du kriegst 2,5 Damage. Wobei, konnte ich noch normal beschwören? Ich glaube ja, oder? Ja, hätte ich tun können. Ja, Entschuldigung, okay. Hätte. Hätte. Hätte, sollte, könnte. So, Angriff. Damit wäre auch Zane besiegt. So. Ja, ein bisschen DP, ein paar neue Decks von Zane. Karten keine. Die Befreiung des Drachen. Das sehen wir auf jeden Fall im nächsten Part. Wir gehen jetzt in den Herausforderungsdecks-Modus. Und ich möchte auf jeden Fall nicht mit, ja, mit dem Union-Deck von gerade eben spielen. Deswegen spielen wir jetzt mit einem. Ich würde sagen,
Ich spiele einfach mal ein Burner-Deck. Hat zwar ein paar verbotene Karten drin, weil es eines meiner Farming-Decks ist, aber warum nicht? Kann ich ja auch mal zeigen. So, die setzen verdeckt. Den Marshmallow sowie die Kanone. Und spätestens 4-5 Zügen sollten wir gewonnen haben. So wie das gerade aussieht. Ja, Zuflucht im Himmel und Volkian. Beste Combo ever. Monsterkönig, der Kampf zerstört werden. Von Volkian, die haben den Grundeffekt und der kriegt keinen Kampfschaden, wenn sie in Angriffsposition sind. Und wenn sie in Verteidigungsposition sind, dann müssen sie zerstört werden. Wobei du kriegst keinen Kampfschaden, du kriegst aber Effektschaden. So, ich würde sagen, die Dings aktivieren wir auch schon mal. Sonst nervt uns das Spiel die ganze Zeit mit, ja, ich will diese Karte aktivieren oder ich kann ja diese Karte aktivieren. Warum tust du das nicht? Nicht wahr? Das kennen wir ja auch. So, dann spielen wir erstmal die verborgene Geschütztes. Verborgenes Geschütz, ja. Kriegst du mal 1-4 Damage reingeklatscht. Und ein paar C-Marken. Und zerstörst meinen Marshmallow, oder? War das nicht so? Ne, du wirfst deine Karte ab. Gut, warum nicht? Schade um den Lava-Golem, aber was soll's? Solange hier noch ein bisschen auf dem Feld bleibt, ist das halt gut. Ein Upstart. Ja, beste Combo ever. Upstart spielen, 1000 Schaden reindrücken für den Gegner und eine Karte ziehen. Ein besserer Effekt kann Upstart gar nicht haben. So, nächste Runde haben wir 13 Watten. Der kriegt nochmal 3000 Damage. 1000 Damage meine ich. Und hier 3000. Hat dann noch 600 übrig. Und er beschwört erstmal ein paar Rauchbälle. Und wirft uns Boku ab. Ja, warum nicht? Das jetzt der Effekt vom Auge des Sturms kam. Ne, Auge des Taifuns heißt es ja. Ist scheiße, weil jetzt bei jedem Angriff kommen nämlich die Monster in die andere Kampfposition, was natürlich echt scheiße ist. Vor allem, wenn man so ein Monster wie Marshmallow, das sehr wenig Angriff hat, zur Death Card liegen hat. So, wir haben jetzt auch schon gewonnen, dank verborgenes Geschütz. So. Damit haben wir gewonnen. Geisterbeere und 1700 auch noch DP. Eigentlich droppen beim Sieg maximal drei Karten. Das heißt, wir haben Adrian schon fertig gefarmt. Warum nicht? Beschleunigt das Spiel auf jeden Fall. Und jetzt spielen wir gegen Chess Princeton. Letzter Aufstieg des Drachen. Der Drachen. Okay. Spielen wir weiter mit Burner. Oh, die Hand sieht gar nicht mal so schlecht aus. Und ich habe ja gesagt, ein paar verbotene Karten spiele ich im Deck, weil es eben Farming-Deck ist, um halt schnell die Gegner leer zu farmen und DP zu farmen und so was halt. So, Verborgungsgeschütz, Emoji-Allergie, den Geschenkgutschein sowie den Friedensboten. So, dann aktivieren wir erstmal den Geschenkgutschein. Und dann ketten wir noch die Simochi-Allergie an. Und dann noch das verborgene Geschütz. So.
So, hast du noch 2,8? Jetzt bitte noch ein Geschenkgutschein und dann war's das. Gut, mit eurer Zerstörung ist schlecht. Jetzt kann man ihn nämlich nicht aktivieren. Eigentlich sollte man ihn noch gar nicht spielen, aber gut. Magier des Glaubens. Ja, du hast keine Zauberkarte im Friedhof, also warum flippst du den? Um Horus zu beschwören, der von, wie heißt das, Friedensbote unberührt bleibt. Ja, okay. Macht ein bisschen Sinn. Ein bisschen. Aber du hättest nicht flippen brauchen. So, wir haben Auge der Wahrheit gezogen. Das finde ich gut. Weil Auge der Wahrheit sagt nämlich, wir können die Hand des Gegners sehen und für jede Zauberkarte in der Standby-Phase kriegt er 1000 Punkte Schaden. Was mit Emoji-Allergie 1000 Schaden sind und ohne Emoji-Allergie sind es 1000 plus. Er spielt also auf hohes Level 8 so wie Waffen der Drache Level 10. Wir kriegen gerade gefährlich viel Damage. So, jetzt ziehen wir hoffentlich was Gutes. Rechte Nachspeisen, das ist was Gutes. So. Auge der Wahrheit plus rechte Nachspeisen sind genug. Minus Life Points, um zu gewinnen. So, und zeig mal, was wir bekommen. Hier Last, Level Modulation und hoch Level 8. Bisschen DP. Recht schön. Gut, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Part. Bis dann.